meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird gebacken und zwar möchte ich heute einen Rahmkäsekuchen machen. Das Rezept habe ich von meiner lieben Freundin Christina. Vielen Dank nochmal dafür. Als erstes müssen wir einen Mürbeteig herstellen. Und zwar brauchen wir dazu 150 Gramm Butter in Stücken. Die habe ich schon mal abgewogen. Kommen hier rein. Dann 125 Gramm Zucker. Ein Ei. Und 300 Gramm Mehl. So, das war's schon. Deckel drauf. Das lassen wir jetzt eine Minute auf Stufe 4 kneten. So. Unser Teig sieht jetzt so aus. Ja. Und den müsst ihr jetzt in eine Springform reindrücken. Ich habe meine gefettet und mit ein bisschen Semmelbrösel ausgestreut, damit mir der Teig nachher schön rauskommt und nicht hängen bleibt. Ja, ich mache das jetzt mal und dann machen wir mit der Füllung weiter. So, das ist mein Teig, den ich jetzt hier in die Springform gedrückt habe. Und jetzt können wir weitermachen mit der Füllung. Dazu brauchen wir erstmal 6 Eier. Die habe ich hier schon alle aufgeschlagen, damit ihr nicht so lange warten müsst. Das dauert ja sonst immer so lange. Dann 180 Gramm Zucker. Einen Becher Schmand. Zwei Becher, also 500 Gramm Quark. Eins, zwei. So. Drei Becher Sahne. Ich habe hier -L-Sahne. Weil meine Tante, die zu Besuch kommt, für die ich den Kuchen auch mache, die ist eben, die kann es nicht vertragen. Die braucht immer das -L-Zeug. Deswegen nicht wundern. Ihr könnt natürlich ganz normale süße Sahne nehmen. Und zum Schluss. Na, kommt jetzt noch was raus. Geben wir noch ein Päckchen Sahnepuddingpulver dazu. Das war's schon. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf. Und das lassen wir jetzt auch wieder eine Minute auf Stufe 4 verrühren. So, jetzt brauchen wir nur noch unsere Masse auf den Boden gießen. Und dann zeige ich euch gleich, ich hole euch gleich dazu, wie lecker das aussieht. Jetzt stelle ich meinen Kuchen in den Backofen und zwar kommt er bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 55 bis 60 Minuten in den Backofen und zwar soll der auf die zweite Schiene von unten gestellt werden. Tada! So sieht er aus, der leckere Rahmkäsekuchen. Ich habe ihn noch mit Puderzucker bestäubt und morgen darf er jetzt auf die Kaffeetafel, da werden wir über ihn herfallen und ihn uns schmecken lassen. Viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!